Hallo Freunde, hier ist wieder der Sven von Outside Siegervogtland. Nach einer gefühlten Ewigkeit, das heißt, ich war jetzt 14 Tage mal an der Ostsee, am Meer, habe ich ja ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch angucken. Aber jetzt bin ich wieder in meinem Heimatwald unterwegs. Hier ist richtig genial wieder. Ich freue mich heute den ganzen Tag draußen zu sein. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Overnighter mache, entscheide ich spontan. Auf jeden Fall viel, viel Freizeit angesagt, viel, viel Waldbaden und wenn ihr Lust habt, kommt mit. Was ich euch nicht vorenthalten will, was ich auf dem Weg gefunden habe, schönen Steinpilz. Schönes Teil. So, immer wieder das allererste, wenn ich irgendwo hinkomme, hänge ich meinen Rucksack an den Baum. Da ist er von der Bodenkälte und Nässe geschützt. Und ich höre gleich arbeiten. Und das hier mit meinem Haltesystem, das habe ich euch schon mal vorgestellt. Aber wer es noch mal wissen will, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich erkläre es euch noch mal. So, und wie ihr seht, ist mein bester Freund, mein Buddy, mein Weimaraner, der Rufus ist wieder mit dabei. Und wir freuen uns jetzt zu zweit auf einen genialen Tag hier im Wald. So, jetzt richte ich erstmal mein Lager ein. Hier, das ist ein schöner Baumstumpf. Ich werde jetzt mal in mein Lager boxieren. Schöne Sitzgelegenheit. Ich denke, das passt.
Ja. So, heute koche ich natürlich wieder mit meinem M71. Heute esse ich wieder mal Fertignahrung von Sicher Satt. In Kartoffeleintopf heute, den habe ich noch nie probiert. Und den machen wir uns jetzt einfach mal, weil ich Hunger habe. So, ein schönes russisches Messer. Da mache ich mir noch einen schönen Kaffee und die Welt ist erst einmal völlig in Ordnung. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. So, was ich noch mit habe, ist mein Leder von Hulda Force. Ich weiß nicht, ob er sieht, das ist der Ruf, ist erstmal nach der Kamera angeammelt. Ja, das ist richtig schön. Kann man sich hier auf die Beine tun zum Essen, da wird es nicht heiß. Und das ist richtig grandios. Ja, Ruf, müssen wir auch mal gucken. So, jetzt noch fix dazu, weil sich einige von euch beschwert haben, dass ich das Essen hier in den Büchsen warm mache. Ja, normalerweise sollte man es nicht machen. Wo ich ja von der Firma gesagt bekomme, weil die innen drinnen beschichtet sei. Aber ganz ehrlich, mir ist es egal, ich mache es immer so warm und ich werde es auch immer so warm machen. Und bis jetzt hat man es nicht geschadet, überhaupt nicht. So, das ist mein Essen fertig. Es brutzelt vor sich hin. Ich freue mich richtig drauf jetzt. Runterheben müssen, egal ob ich mir jetzt den Pfoten verbrenne oder nicht.
So. Jetzt ist aus. Und jetzt essen wir mal was Schönes. Guten Appetit. Schwer, schwer, schwer. Uwe ist weg. Schwer heiß. Guten Appetit. So, ich muss jetzt mal mit Handy filmen. Ihr seht, zwei schöne große Stücke Kartoffeln drin. Viel Gemüse. Und schmeckt lecker. Also das kann man wieder kaufen. Auf jeden Fall. So, wie ihr hört, ist über mir irgendwo Hubschrauber. Mal sehen, vielleicht bekomme ich einen auf. Nee. Bekomme nicht einen auf. Egal. Weiter geht's mit Mittagessen. Habe ich mir doch tatsächlich hier ein Spreichelei gezogen. Seht ihr das hier am Finger? Beim Essen wahrscheinlich passiert hier irgendwo an den Holzstück, wo ich drauf sitze, wo ich mir ein Spreichelei jetzt eingezogen. Und da zeige ich euch jetzt mal eine ganz einfache Methode, wie ihr euch hier draußen eine Pinzette basteln könnt und die wirklich funktioniert. So, zu meiner Methode. Dazu braucht ihr 3 Geldstücken. Ich hoffe, ihr seht es, dass die Kamera scharf stellt. Ja. Ich hole meistens 3 Euro Münzen mit, weil die kann man zu allgemein gebrauchen. Und geht ganz einfach. Rufus, hier ist nichts, guck zurück. Und zwar stelle ich es euch dann mal scharf. Wartet. Tja, ihr habt ja eure 3 Geldmünzen. Wie gesagt, ich nehme 3 Euro Stücken. Das ist schön groß und die kann man immer mal gebrauchen. Die legt ihr dann so zusammen. 2 aufeinander. Und das eine schiebt er quasi hier hinten ein. So, sodass ihr hier vorne einen kleinen Hebel habt, wo ihr zuzwacken könnt. Na, so hier. Seht ihr das? Und damit kann ich jetzt mein Dings da raus machen. Müsste da mal selber mal probieren. Aber funktioniert bei mir tadellos. So, jetzt haben wir es. Spreichel es raus. Halt, wieder vorstellen der Kamera. Ich spreichel es raus. Und ja, also die Methode könnt ihr eigentlich überall anwenden, weil Geld oder Kleingeld, Münzen besser gesagt, hat jeder mit. Und da draußen Zange zu bauen, ist einfach geil. So, aufgegessen habe ich auch. Und den Rest. Ich kann jetzt Rufus noch schleckern und da freut sich alle drüber. Wie ihr seht, kommt jetzt sogar noch die Sonne raus. Oh, herrlich, 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 herrlich. So, was ganz wichtig ist noch, Müll immer mitnehmen. So. Habe ich wirklich gut gegessen, war lecker. So habe ich meinen Müll wieder weggeräumt und meinen Rucksack verstaut. Und jetzt schalte ich mal meine Kamera aus. Jetzt will ich mal die paar Stunden hier im Wald mit dem Rufus alleine genießen.
Ich werde dann gegen Abend wieder heimmachen, denke ich. Hört wieder einen Hubschrauber. Da ist er wieder. Wo auch immer. Ah, der alte Fliechter. Ja. Jetzt hört er ihn bestimmt. So ist es halt beim Filmen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich werde dann die Kamera ausmachen. Werde die 2-3 Stunden noch ein wenig genießen. Wer heute wahrscheinlich kann Overnighter machen, werde dann heim machen. Weil ich habe einen Termin vergessen. Muss ich heute Abend noch nachholen. Und ja, ich werde die Kamera dann wieder heim zu euch schalten. Werde ich nochmal, oder ihr könnt mich dann nochmal kurz auf dem Heimweg begleiten. Und bis dahin, ciao, ciao. So, Freunde, wie versprochen, will ich mich noch mal kurz melden auf dem Heimweg. Wie ihr seht, das Wetter hat komplett umgeschlagen. Es pisst wie aus Kübeln momentan. Ich werde mich jetzt sputen, dass ich heimkomme. Und Freunde, es war wieder schön, dass ihr mich begleitet habt. Wenn ihr Lust habt aufs nächste Video, schaut wieder rein. Bis dahin, euer Sven, euer Outside-Sieger Vogtland. Ciao, ciao.